Im Herzen von Stuttgart schlägt das Herz eines Orchesters. Und das seit 425 Jahren. Es ist das Herz des Staatsorchesters Stuttgart, eines der ältesten Orchester der Welt. Mehr als 230 Mal pro Spielzeit sorgen die Musikerinnen und Musiker des Staatsorchesters für den guten Ton im Stuttgarter Littmannbau. Bei den Vorstellungen der Oper Stuttgart und des Stuttgarter Balletts sind sie Begleiter, Mitleider und Inspiratoren. Auf den Flügeln des Staatsorchesterklangs breiten dann die Sänger auf der Bühne ihren Gesang aus. Tänzer heben zu Luftsprüngen ab. Und zum Hauptdarsteller wird dieses Orchester in den Sinfoniekonzerten und den Kammerkonzerten, dann, wenn seine mehr als 130 Musikerinnen und Musiker die Bühnen der Stuttgarter Liederhalle erobern oder wenn sie in den Lunchkonzerten und den Sitzkissenkonzerten im Opernhausfoyer in größter Unmittelbarkeit mit ihrem Publikum das feiern, was sie ihren Zuhörern schon immer geschenkt haben: das Glück erfüllter Gegenwart. Die Vielfalt, die das Staatsorchester Stuttgart als Opern-, Ballett- und Konzertorchester heute auszeichnet, ist Teil und Ergebnis seiner 425-jährigen Geschichte. Denn schon immer haben die Musiker am Hof des württembergischen Herzogs die unterschiedlichsten Bühnen bespielt. Aber ich weiß, ich erinnere mich ganz genau an der Premiere, als das Orchester bejubelt wurde, in der Premiere vom Publikum, und die haben einander angeschaut und haben verstanden, dass was Besonderes passiert wurde. Und das hat das dann für die Reste der Glasproduktionen etwas leichter gemacht. Erste hymnische Berichte über die Stuttgarter Hofkapelle erscheinen im Jahr 1603. So lieblich, künstlich und behend gingen zusammen all Instrument. Schließlich wird bei einem musikalischen Wettstreit die Kapelle einer englischen Gesandtschaft von den Stuttgarter Hofmusikern in Grund und Boden gespielt. Io lo amo moltissimo l'orchestra di Stuttgart perché si possono fare cose molto belle, fantasiose. Die Herrlichkeit am Hofe Karl Eugens war groß. In der Pariser Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert erscheint ein Kupferstich der Hofoper mitsamt der herzoglichen Hofkapelle als Musterbeispiel für einen modernen Theaterbau. Es sind so viele tolle Momente, die mir sofort in den Sinn schießen. Also die Entführung aus dem Serail, eine der frühesten Produktionen. Der Ring natürlich, dann auch vor allen Dingen Lachmann, Mädchen mit den Schäferhölzern, dann die Reisen nach Tokio, nach Paris, nach Hongkong. Also es war eine unglaublich volle, pralle Zeit. Der Junge weiß schon, was er will. Und er hört ziemlich genau. Und er kann schon unterscheiden, ob es wirklich jetzt klingt oder ob es nur irgendwie buchstabiert wird. Aber die Affenmethode ist die leichteste. Ja. Ich zeig's, man kann ja die Spielanweisungen lesen und so, dann gibt man sich irgendwie Mühe. Aber man muss eine innere Vorstellung haben und dann mache ich ihn einfach. Gezeigt. Thank you.
Die Hofkapelle wird in Lindpaintners Amtszeit zu einem der besten Orchester Deutschlands und bewundert unter anderem von Hector Berlioz. Als der im Dezember 1842 nach Stuttgart kommt, empfängt Lindpaintner den Musikrevolutionär mit offenen Armen. Es kann aufregend sein, wenn wir auch Inszenierungen in die heutige Zeit stellen. Es ist nur die Frage, inwieweit eine Inszenierung auch musikalisch gestaltet wird. Und das war mir enorm wichtig, dass dieser Stellenwert des Orchesters auch erkannt wird. Wenn Zusammenspiel zwischen Bühne und Orchester aus der Musik heraus sich entwickelt, dann kann Oper wunderbar funktionieren. Orchester bravissimo, so schreibt er bei seinem letzten Auftritt im November 1933 dem Orchester ins Stammbuch. Tradition geht zusammen mit neu zu machen. Diese Lampenfieber für eine Uraufführung zu machen, das ist ein Kompliment zu dieser Tradition. Das Württembergische Staatsorchester, mit dem Leitner die Musik Wagners vom Ballast spätromantischer Musiziertradition befreit, bildet den Stamm des Bayreuther Festspielorchesters. Stürme wiegen dem vollen Mond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz, auf linden Lüften leicht und lieblich, wundert webend er sich wiegt. Das Orchester, was von denen verlangt ist, hier in Stuttgart, ist Spitzenarbeit. Weil, und die liefern das auch. Das Orchester ist wie kein anderer wirklich auf der Welt, die ich kenne, in der Lage, die minimalste Tempoänderung wirklich absolut präzise wiederzugeben, wie ich das dann dirigiere. Deswegen sage ich, das Staatsorchester Stuttgart kann alles. Es ist eine Riesenbandbreite und eine lange Tradition und eine besondere, kann man sagen, Stimmung, nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich und künstlerisch. Sehr viele Leute sagen mir, das ist ein weltklassiges Ballett. Aber wir sind nur Weltklasse, weil Sie weltklassig sind. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Durch die Jahre, das ist es fast zu einer Liebesbeziehung gekommen zwischen Stuttgarter Ballett und dem Staatsorchester Stuttgart. Und das war, also für mich war die Zeit in Stuttgart mit dem Orchester von den Proben bis zu den letzten Aufführungen eine der glücklichsten, das kann man schon so sagen. Ja.